liebe Freunde, verehrte Gäste, ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich heute zu Ihnen reden kann. 20 Jahre mehr Demokratie. Meine allerherzlichsten Glückwünsche dazu und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ich habe das gesagt, daran kann ich mich gut erinnern, ich weiß nur nicht wann und in welchem Zusammenhang, aber es ist ja nicht nur so dahingesagt, es ist ja auch richtig, denn als NGOs oder die NGOs, die ich kenne oder die NGO-Welt, man will ja letztlich mit allen seinen partikularen Aktivitäten dazu beitragen, dass dem Gemeinwohl in der Demokratie Rechnung getragen wird. Mehr Demokratie hat die Hauptaufgabe ist Demokratie. Also sozusagen das, was die NGOs bei den einzelnen Themen machen, versucht mehr Demokratie generell anzustreben. Deswegen glaube ich, ist der Vergleich Mutter aller NGOs gerechtfertigt. Ich glaube auch, wenn wir jetzt auf Ihr 25-jähriges Jubiläum zurückschauen, dass es aber nicht nur um Demokratie geht, sondern um mehr Demokratie. Ich glaube, dass die NGOs heute ohne mehr Demokratie in ihrem Sinne gar nicht effektiv arbeiten können. Das ist also die Kernthese meiner kurzen Ausführungen. Interessant ist ja, dass von Anfang an die NGOs einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie geleistet haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt, die erste politische NGO ist die Anti-Slavery Society in den USA. Die USA war ja die erste Demokratie nach 2000 Jahren, nach der Kriegsdemokratie, die auch richtig funktioniert hat. Sie hat einen kleinen schwarzen Fleck gehabt, die Sklaverei. Demokratie passt ja nicht mit Sklaverei zusammen. Und der amerikanische Kongress hat 1850 ein Gesetz erlassen, das hieß Fugitive Slavery Act. Wenn nämlich die Sklaven aus den Südstaaten ausgebrochen wird, war jeder amerikanische Bürger verpflichtet, diese Sklaven wieder einzufangen und zurückzubringen. Und da gab es eine Organisation, die wurde im Auslaufen des 19. Jahrhunderts gegründet, die gesagt hat, hier leisten wir zivilen Widerstand, wir liefern die Sklaven nicht wieder in die Gefangenschaft aus, sondern versuchen sie in Freiheit zu halten. Also damit ging es los und immer die ganze Zeit danach, glaube ich, haben die NGOs immer für Demokratie gekämpft. Ich bin jetzt, passt eigentlich auch ganz gut, 25 Jahre Aktivist, wobei ich mir das Wort Aktivist, das die passt zu mir gar nicht, aber die Zeitung schreibt es halt. Und ich muss auch schon sagen, es ging immer darum, dem Allgemeinwohl zum Durchbruch zu verhelfen, oftmals mit nicht messbaren Erfolgen. Ich glaube, oftmals haben wir auch nur was Schlimmeres verhindert. Also man darf die Aktivität als NGO nicht immer nur an den konkreten Gesetzesänderungen abmessen, sondern auch an dem, was vielleicht nicht eingetreten wäre oder nicht eingetreten ist, wenn man nicht da gewesen wäre. Oder was eingetreten ist, wenn man nicht da gewesen wäre. Also ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge Mut bekommen. Also kurzum, die Demokratie braucht die NGOs und die NGOs brauchen natürlich auch die Demokratie. Also in China NGO zu machen ist schwierig, in autoritären Strukturen ist schwierig. Wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, das ist sozusagen unsere Basis. Aber ich glaube eben, dass wir nicht nur Demokratie brauchen, sondern dass wir mehr Demokratie brauchen. Und ich will Ihnen das versuchen zu erläutern. Wir reden ja sehr leicht vom Lobby-Einfluss. Ja? Wir reden sehr leicht davon, da hat die Lobby sich mal wieder durchgesetzt. Aber ich glaube, dieses Zitat, was ja jedem sehr leicht von den Lippen geht, umschreibt nicht annähernd die Verhältnisse, die wir gegenwärtig haben. Es geht ja nicht mehr darum, dass irgendwie ein Industrievertreter auftritt und zu einem Bundestagsabgeordneten geht oder sich mit dem Kanzler oder der Kanzlerin trifft und dann für sein Gesetzesvorhaben wirkt, vielleicht auch noch ein paar Abgeordnete als Nebenverdienst, mit Nebenverdienst auf der Payroll hat. Es geht ja eigentlich um die Verschmelzung der wirklich stark organisierten wirtschaftlichen Interessengruppen mit dem gesamten politischen System. Legislative, Administration, Aufsicht, Exekutive. Und diese Verschmelzung nimmt
eine große Vielfalt von Formen an. Man kann das gar nicht alles beschreiben, aber es gibt Zusammenarbeit über die Wissenschaft, über die Medien, über die Lobbygruppen, formale Teilnahme in Lobbygruppen. Aber insbesondere ist eine Tendenz, und das erlebe ich am eigenen Leibe sehr stark spürbar, dass die ehemaligen wirtschaftlichen Interessengruppen mutieren von Verhandlungspartnern zu Verbündeten. Es findet eine Verflechtung statt, die ziemlich fatal ist. Und der Slogan der Occupy-Bewegung heißt, der entflechtet euch. Das ist ein sehr guter Spruch. Er ist nur schwierig zu greifen und man muss es konkret machen. Also man kann auch es abstrakt ausdrücken. Ich glaube, dass die Demokratie sich wegentwickelt von der Verhandlungsdemokratie zur konsensualen Kooperationsdemokratie zwischen Regierung und wirtschaftlich mächtigen Interessen. Und das ist ein Problem. Wie drückt sich das aus? Also einmal drückt sich das aus durch eine Nähe zwischen einflussreichen Interessengruppen, wirtschaftlichen und der Politik, die man gar nicht so beschreiben kann, aber die man auch trotzdem erfahren kann. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel nennen. Im Jahre 2008 hat ja die Bundeskanzlerin das wohl bekannteste Abendessen in der Bundesrepublik gegeben. Sie hat nämlich Josef Ackermann zu seinem Geburtstag ins Kanzleramt eingeladen. Ich war damals zufällig in Berlin auf einer Geburtstagseinladung, auch auf einer Einladung, aber das war ein paar Wochen danach. Und da hat mir eine Journalistin von der Zeit, das war damals Elisabeth Nier, die hatte eine Reportage über das Kanzleramt geschrieben, und hat so beiläufig erzählt, dass dann Geburtstagsessen stattgefunden hat. Aber als ob das gar nichts wäre. Dann haben wir gedacht, also irgendwie, da ist doch nicht ganz sauber. Und dann habe ich also als Privatmann zusammen mit meiner Anwältin, also es ging ums Essen, aber es war keine Foodwatch-Klage, was viele durcheinander gebracht haben. Einige Foodwatch-Mitglieder sind dann auch anschließend ausgetreten, weil sie gesagt haben, ich wäre ja nur sauer gewesen, ich selber eingeladen gewesen. Dann haben wir also da mit einer befreundeten Anwältin haben wir die Informationsbegehren nach dem Informationsfreiheitsgesetz eingereicht, haben erstmal keine Antwort bekommen. Also der Prozess hat sich 3 Jahre hingezogen, wir mussten dann auch klagen, damit die Bundesregierung überhaupt antwortet. Dann hat sie sich bemüht, wirklich eine der teuersten Anwaltskanzleien im öffentlichen Recht anzustellen, zu beschäftigen. Aber den Prozess haben sie im Wesentlichen in allen Punkten verloren. Und wir wollten natürlich so witzige Details wie das Menü auch wissen. Ja, es gab Spargel, aber viel interessanter war ja, wer hat denn daran teilgenommen, wie war die Sitzordnung und vor allen Dingen, was hat die Kanzlerin gesagt? Die haben sich dann also so lächerlich verteidigt, die haben gesagt, naja, das ist ganz normal, Bevölkerung aus allen, Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen einzuladen, aber ich kann Ihnen versprechen, da waren keine Arbeitslosen, da waren keine Hartz-IV-Empfänger, da waren keine normalen Menschen. Da saß die Elite ganz vergnügt beim Abendessen zusammen und natürlich die entsprechenden Abhängigkeiten. Simon Rattle natürlich als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker wird ja von der Deutschen Bank gesponsert und die ganze Springer und so weiter. Und dann gab es interessanterweise ein Schreiben, da gab es die Rede der Kanzlerin, man darf damals nicht vergessen, die Finanzkrise war schon im vollen Gange. Also in Amerika ist bereits eine Investmentbank, B.R. Stearns, gerettet worden mit Steuergeldern. Und vor allen Dingen ist was passiert in Deutschland. Die Deutsche Bank, das weiß man jetzt mittlerweile, hatte der IKB, der Industriekreditbank, Schrottpapiere angedreht. Und zwar im Wert von einigen Millionen Euro. Hat dann auf den Preis. Hat dann auf den Preisverfall dieser Papiere gewendet, hat dann die Kreditlinie gestoppt und. Dann musste der Staat, also das war Steinbrück, hat mal so schnell 8 bis 10 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt gezogen und die IKB gerettet. Und es bestand natürlich ein erheblicher Verdacht, dass die IKB, dass die Deutsche Bank hier gegen Insiderregeln verstoßen hat und dass es ein ganz schmutziges Spiel war. Im Nachhinein ist das natürlich auch alles richtig, weil die Deutsche Bank hat sich mit den entsprechenden Funds verglichen für viel Geld. Die wussten also, dass sie Dreck am Stecken hatten.
Ja, und dann war die Rede, die war also toll, ja, Herr Ackermann, und ganz großartig, hat sehr viel zum Finanzstandort Deutschland beigetragen. Aber was uns natürlich interessiert hat, war die Begründung für die Rede. Die wurde nämlich von Herrn Jens Weidmann sozusagen ans Kanzlerbüro geschickt, damals Leiter der Abteilung 4, heute Bundestagspräsident. Und Bundesbankpräsident. Wir sind lange durch die Fluten jetzt heute. Und hat die Bundesregierung gesagt, dieser Vermerk hat gar nichts mit der Geburtstagseinladung zu tun. Wir brauchen das gar nicht wissen. Wir wollen es aber trotzdem wissen. Das Gericht oder die Gerichte haben das auch so gesehen. Und das ist deshalb interessant, weil dieses Schreiben und dieser Vermerk, ich lese gleich zwei Sätze vor, im Grunde den verzweifelten Versuch darstellt, Gründe zu finden, dass Josef Ackermann ja nichts von dieser IKB-Geschichte gewusst haben muss. Also es wurde sozusagen praktisch gesagt, er sitzt ja noch nicht im Gefängnis, deswegen kann er eingeladen worden. Ja. Und dann schreibt der Weidmann also, ein Fehlverhalten, das Dr. Ackermann zugerechnet werden könnte, ist bisher nicht erkennbar. Ist auch interessant, war ja ganz neu. Oder es sind hier im Kanzleramt, die haben aber gar nicht woanders gefragt, das lagen ja schon Vermerke bei der BaFin rum, es sind hier im Kanzleramt keinerlei Hinweise bekannt, dass der Verkauf mit Wissen des Vorstandes, insbesondere von Dr. Ackermann, erfolgt sein könnte. Kann also deswegen ruhig zum Essen eingeladen werden. Ich meine, was da dahinter steckt, ist natürlich, man will möglichst sich nicht mit seinen besten Freunden irgendwie sich auseinanderdividieren lassen. Also zur Frage der Deutschen Bank, zur Rolle eines Vorstandsvorsitzenden, zur Rolle der Moral einer solchen Institution stand in dem Vermerk überhaupt kein Wort. Und ich glaube, dass diese Nähe bezeichnend ist für vieles, was in der Politik in Deutschland abgeht. Und ich möchte jetzt weiterhin erklären oder zwei Beispiele nennen aus meinem Bereich, wie diese Nähe, dass die wirtschaftlichen Interessengruppen nicht mehr Verhandlungspartner sind, sondern eigentlich nur noch bereits Verbündete, wie die sich auch konkret auswirkt und warum man dann in solchen Fällen sozusagen direkte Demokratie als Notwehr braucht, damit man überhaupt dann noch durchbrechen kann. Es gibt, wie gesagt, viele Beispiele, wo der Staat, die Aufsicht, die Exekutive, die Legislative sich mit den mächtigen Gruppen verbündet. Und ich habe zwei Beispiele rausgenommen, die geradezu ein geniales Beispiel sind für ziemlich smarten Einfluss der Industrie auf wirtschaftliche Entscheidungen und auch sehr effektiv. Dazu muss ich ein bisschen auf die Ausgangslage zurückgehen, und zwar auf unser Thema Nahrungsmittel. Wir befassen uns ja mit vielen Themen, mit Täuschung, mit Auswirkungen auf die Gesundheit, mit Gammelfleisch, mit internationalen Fragen. Ein wesentlicher Punkt der Ernährung heute ist Übergewicht. Übergewicht, Fettleibigkeit und Fehlernährung. FAO letzte Woche hat ja festgestellt, dass es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige und Fettleibige als Unterernährte gibt es, aber es sind beide Gruppen ja leiden unter Fehlernährung. Und in Deutschland ist das besonders bei Kindern auch ausgeprägt. 15% der Kinder sind übergewichtig, mehr als doppelt so viel als in den 90er Jahren, und 6% sind bereits fettleibig. Mit schwerwiegenden Folgen, weil die Kinder sind für ihr Leben lang geschädigt. Diabetes 2, also Diabetes, das nicht vererbbar ist, sondern durch Fehlernährung zustande kommt, tritt heute auch schon bei Kindern auf, und zwar zunehmend. Das ist neu, das hat es vorher nicht gegeben. Und es hat viel damit zu tun, mit der Art der Ernährung. Man spricht jetzt in der Wissenschaft von NYK, N-Y-K, nicht übertragbare Krankheiten. Dazu zählt man Alkohol, Tabakkonsum und den exzessiven Konsum von hochgradig verarbeiteten Fertignahrungsmitteln als wesentliche Ursache für Übergewicht und Fettleibigkeit. Also ein richtig politisches Problem. Kommt ja so harmlos daher, ist aber ein Riesending. 70 Milliarden Gesundheitskosten oder Krankheitskosten öffentlicher Mittel als Folge dieser Fehlernährung. Und die Industrie, die macht da fleißig mit. Die Nahrungsmittelindustrie hat praktisch das erste, das höchste oder das zweithöchste Werbebudget in Deutschland. Ein relativ kleines Unternehmen wie Ferrero, kennen Sie alle, Nutella,
Milchschnitte hat ein größeres Werbebudget als Volkswagen. Und die Nahrungsmittelindustrie hat ein größeres Werbebudget als die gesamte Autoindustrie. Und wenn man sich mal die Margen anhat und allein für Süßigkeiten beträgt das Werbebudget 600 Millionen Euro. Hier ist es aber auch ganz klar, die Umsatzrendite bei Snacks und bei Frühstücksflocken beträgt 18%, bei Süßigkeiten 15% und bei Obst und Gemüse 5%. Das sind Zahlen, ich meine, jedes Nahrungsmittelunternehmen wäre total beknackt, wenn es ausgewogene Lebensmittel herstellt, weil die hochgradig verarbeiteten Lebensmittel bestehen aus ganz billigen Rohstoffen, extrudierten Rohstoffen, wird viel Zucker, Salz reingeschüttet, wird dann teuer verkauft und damit verdient man gut. Und wir glauben, dass diese Industrie reguliert werden muss. Dazu kommt noch das Marketing. Die Industrie sagt, naja, schuld sind die Eltern, macht aber alles, damit der Einfluss der Eltern ausgehebelt wird. Macht alles, damit die Eltern unterwandert werden. Da möchte ich jetzt nicht einem simplen Verständnis das Wort reden, dass die Eltern oder die Verbraucher überhaupt nicht schuldig sind. Klar, jeder hat Verantwortung, wir teilen Verantwortung. Aber Werbung für Kinder zum Beispiel ist ein spezielles Problem, weil Kinder in einem gewissen Alter können in der Werbung Illusion von Tatsachen nicht unterscheiden. Und ein Kind befindet sich heute in einem Kosmos von Markennamen und Fantasie, Gestalten und Spielzeug. McDonald's ist, glaube ich, der größte Spielzeughändler der Welt mittlerweile. Das ist ein richtiger, massiver Angriff auf die Gesundheit der Kinder. Und die Industrie hat sich ja schon lange, die Politik hat sich darüber schon Gedanken gemacht. Das geht schon in der EU, wird schon seit einigen Jahren, also seit vielen Jahren, wird darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich dieses Problem in den Griff bekommen. Und die rot-grüne Koalition kam dann 2002 auf die grandiose Idee, die Plattform für Ernährung und Bewegung zu gründen. Das ist ein Verein, der gegründet worden ist von der Industrie und von der Politik. Da sitzen noch ein paar Alibi-Gruppen drin, wie Elternbeirat und Sportverbände, aber da ist die Creme de la Creme der gesamten Nahrungsmittelkonzerne ist da drin. Im Vorstand ist der Spitzenverband der Nahrungsmittelindustrie zusammen mit der Regierung vertreten. Das Ziel der Plattform Ernährung und Bewegung ist, Maßnahmen gegen das Übergewicht von Kindern zu ergreifen. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass wenn die zusammensitzen und sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat hier strikt reguliert, äußerst gering ist. Vor allen Dingen auch noch, weil jedes Industrieunternehmen 25.000 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlt. Also hier versucht man durch eine geschickte Unterwanderungsstrategie von der Industrie aus clever gemacht, unter dem Motto, wir arbeiten gemeinsam an der Lösung der Probleme, zu verhindern, dass reguliert wird. Wir haben damals, wir reden öfters mit der Nahrungsmittelindustrie, und da habe ich damals mit dem Herrn Bulke gesprochen, der ist jetzt Chef von Nestle International, war damals Chef von Nestle Deutschland. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr Bulke, warum sind Sie da eigentlich drin? Sagt er, damit nichts anbrennt. Das war war kurz und knapp, damit nichts anbrennt. Also die PEP hat dazu geführt, dass die Regierung sich sozusagen selber neutralisiert hat. Und da werden dann so tolle Sachen gemacht, wie Filme gedreht, über wie Kinder mit Rezepten gute Nahrung produzieren können. Das wird dann auf RTL 2 gesendet und in den Werbepausen wird dann Werbung für Junkfood gemacht. Da schauen die Kinder zu. Und das wird alles finanziert von der Regierung und von der Industrie gemeinsam. Super. Also richtig, richtig tolles Projekt. Renate Künast ist jetzt gefragt worden, was sie eigentlich davon hält. Und da hat sie kürzlich gesagt, die Plattform für Ernährung und Bewegung ist ein schwarzes Loch, in dem alle guten Absichten verschwinden. Ich finde das nicht gut, was Sie sagen. Ich hätte sagen müssen, wir haben uns von der Industrie kaufen lassen. Wir haben uns von der Industrie kaufen lassen und dieses Modell war schlecht. Genauso wie Ihre Agrarwende mit 20%. Keiner weiß, also kriegt da einen Kopf, der Leute von Anfang an gesagt haben, das kann die nie erreichen. In 5%. Also die ist auf uns nicht gut zu sprechen, wir haben auch damals auch schon die Plattform für Ernährung und Bewegung kritisiert und ich finde, die Politik müsste mehr selbstkritisch sein, weil natürlich jetzt der nächste Stufe kommt,
Die haben gesagt, also wir haben also die Regulierung abgebogen, ja, Maßnahmen gegen Übergewicht und haben gesagt, und jetzt haben sie gesagt, worin liegt dann das Hauptproblem eigentlich im Übergewicht? Ja, es liegt in der mangelnden Bildung der Eltern und Kinder. Also kommt jetzt nächste Stufe, Bildung. Und zwar versteht die Nahrungsmittelindustrie unter Bildung die Werbekompetenz der Kinder zu erhöhen. Also es werden praktisch Kurse durchgeführt, indem man in Verbrauchertäuschung trainiert. Das sind wirklich die Zitate, die Werbekompetenz der Kinder zu erhöhen. Also hat man sich Folgendes ausgedacht. Man macht ein Bündnis für Verbraucherbildung. Und das hat man dann auch der Regierung angeboten und das ist vor einigen Wochen dann hier in Szene gesetzt worden in Deutschland. Es gibt also jetzt ein Bündnis für Verbraucherbildung mit dem Ziel, die verbraucherpolitische Bildung in Schulen zu fördern. Das ist natürlich besonders gut, weil die Industrie ist nicht nur in Bildungsinitiativen jetzt involviert, sie kann auch jetzt in Schule reingehen. Das heißt also, sie kann dort die Kinder über Sponsoring und weitere Geschichten beeinflussen. Und in dem Bündnis für Verbraucherbildung sind also auch über die Stiftung Verbraucherschutz alle großen Nahrungsorte, die größten Nahrungsmittelkonzerne vertreten. Über die Finanzierung ist nichts bekannt. Sie finanzieren auch das Bündnis mit. Edeka hat sogar angeboten, Ernährungsberater in die Schulen zu schicken. Wir haben mehrere Unterrichtsmaterialien geprüft. Also das ist mehr oder weniger eine offene Werbung für Marken, für Branding, von Anfang an die Kinder auf den Konsum gewisser Nahrungsmittel auszurichten. Und das ist natürlich auch ein ganz geschickter Schachzug, wobei man sich nochmal wirklich klar machen muss, dass ja dahinter eine große Finanzierungsillusion steht. Denn wenn jetzt die Schulen da irgendwelche Aktivitäten finanzieren, zum Beispiel wie die Wildwerke, Capri-Sonne, Schwimmabzeichen, Sportabzeichen, Ausflüge, Fußballturniere, wo dann die Flaggen der Konzerne fröhlich im Winde flattern, das sind ja alles ganz interessante Sachen. Ferienlager, ja, da ist es auch gar nicht so einfach für manche Eltern und für manche Lehrer Nein zu sagen. Ja, das ist für die Kids gut. Ich meine, gerade in Baden-Württemberg machen die Wildwerke im großen Maßstab, finanzieren die Sportabzeichen und Schwimmabzeichen. Das, was die Schulen zum Teil nicht mehr finanzieren können. Aber wenn man sich das mal überlegt, wer bezahlt denn die Sponsoring-Aktivitäten? Das bezahlen ja nur die Verbraucher über den Preis der Produkte. Und zusätzlich werden die Kosten für Sponsoring-Aktivitäten als Betriebsausgaben abgesetzt. Das heißt, die schlagen sich noch dazu in den entgangenen Staatseinnahmen. Das heißt im Grunde, die Öffentlichkeit, also der Verbraucher und der Staat, zahlt 150% der Sponsoring-Aktivitäten, die Unternehmen der öffentlichen Hand als besonders wertvolle Bildungsunterstützung anbieten. Alles pervers. Auf jeden Fall gibt es dieses Bündnis für Verbraucherbildung und wir finden es für einen dramatischen Rückschritt. Und das zeigt ja auch etwas, dass, wie flach die Lernkurve verläuft. Man müsste sich doch eigentlich vorstellen, nach der Plattform für Ernährung und Bewegung, dass die Politik, die sich mit diesen Fragen befasst, davon gelernt hat, dass es so nicht geht. Offensichtlich nicht. Die einzige Möglichkeit ist natürlich hier öffentliche Kritik. Und da haben wir festgestellt, dass die Leute schon sehr allergisch reagieren, wenn die Firmen in die Schule kommen. Also es muss ja geschützte Räume geben, kommerzfreie Räume, wo die Kinder auch wirklich absolut unbeeinflusst von Interessengruppen neutral durch Unterrichtsmaterialien, die neutral und ausgewogen sind, unterrichtet. Dafür muss man wirklich kämpfen, weil das ist, das ist sozusagen eine doppelt zynische Strategie, möchte ich mal sagen. Einerseits hat man die Politik gekauft, man hat sie auf den Trichter Bildung gebracht, das heißt von Regulierung, Rezepturen, Werbeverboten, was auch immer, ist überhaupt nicht mehr die Rede. Auf der anderen Seite ist man in den Schulen drin und hat die Kids als die zukünftigen Kunden gekannt hat. Also ziemlich heftig, finde ich, und kommt relativ harmlos daher. Aber das ist der eigentliche Lobbyismus. Das ist die eigentliche Gefahr. Und jetzt möchte ich erklären, warum das für uns ein Problem ist. Es gibt in der Verbraucherpolitik für Lebensmittel ein paar ganz einfache Maßnahmen, mit denen man schon eine erhebliche Verbesserung erzielen könnte. Ich will Ihnen nicht den ganzen Bereich der politischen Forderungen aufzählen, die wir haben, aber verarbeitete Lebensmittel
zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle zu viel Nährstoffe haben. Entweder zu viel Fett, Salz, Zucker oder gesättigte Fettsäuren. Entweder sind zu süß oder zu salzig. Wie gesagt, wenn man den Salz oder das Zucker weglassen würde, würde das Zeug überhaupt nicht mehr schmecken, weil es die billigsten Rohstoffe sind. Davor hat die Industrie erhebliche Angst. Also Frühstücksflocken können ja ein ausgewogenes Produkt sein. Kinderfrühstücksflocken sind süßer als die Erwachsenen, die erhalten bis zu 40% Zucker. Das muss ich mir mal vorstellen. Da steht aber auf der Nestle-Verpackung dann vorne drauf, weniger als 9 Gramm Zucker pro Portion. Da weiß man aber nicht, wie groß die Portion ist. Also es geht so mit ganz vielen Tricks los. Und es gab ja die Idee der Nährwertampel. Also klar, also wenn gewisse Grenzen, die man auch ernährungswissenschaftlich festlegen kann, gewisse Grenzen der Nährstoffe überschritten sind, dann gibt es eine rote Ampel, eine gelbe und eine grüne. Und dann könnte man zum Beispiel bei Frühstücksflocken zumindest einen Vergleich haben, welche eben weniger Zucker haben. Es würde auch im Wettbewerb um eine geringere Nährstoffe einsetzen. Es würde auch zu einer Verbesserung der Qualität kommen. Es gibt auch natürlich ein paar kritische Punkte, aber die Ampel ist einfach effektiv in England in wissenschaftlich untersucht worden. Und die Leute, das Beste ist, die Leute wollen sie haben. Also in Umfragen, alle Umfragen sagen, 70-80% der Leute wollen die Nährstoffampel haben. Weil wenn sie heute, abgesehen davon, dass sie die Angaben auf der Rückseite der Verpackung gar nicht lesen können, weil es so klein ist. Es gibt übrigens einen Supermarkt von Rewe, da sind auf den Einkaufswagen Lupen montiert. Ja. Da müssen wir vorstellen, pervers das ist. Meine Mutter ist 92, die findet das prima. Ich sage, das ist überhaupt nicht prima, das ist pervers. Die sollen das so groß draufschreiben, dass es auch du noch liest. Aber selbst ein normaler Mensch kann das ja kaum mehr lesen. Auf jeden Fall wollen das die Leute haben. Das zweite sind zum Beispiel Smiley, ja? Hygienische Kontrollen in Restaurants oder Lebensmittelbetrieben. Bäckerei Müller in Bayern, haben Sie was davon gehört, was da los war? Seit 10 Jahren oder 5 Jahren wissen die Lebensmittelüberwachungsbehörden davon. Mit dem Smiley wäre das alles sofort bekannt geworden. Das wollen sogar 80% der Leute haben. Und eine klare Herkunftsbezeichnung für Produkte wollen sicher 90% haben. Das haben wir noch gar nicht nachgefragt. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, dass diese einfachen Maßnahmen, von denen ja keine Minderheiten negativ betroffen sind. Denn selbst wenn Sie als, sagen wir mal, Ernährungsberater oder Ökotrophologe, wenn Sie sagen, das ist ja alles viel zu einfach, also aus der Ecke, ich schätze die Kollegen, aus der Ecke gibt es viele Einwände, das wäre zu einfach. Die Leute sehnen sich nach einfachen Informationen. Aber natürlich, wenn Sie vom Fach sind, da sagen Sie, ja, das ist ja eigentlich ziemlich simpel, ja. Ist ja auch nur ein Teil. Aber selbst die Leute, denen die Ampel nicht gefällt, die brauchen ja nicht hingucken. Deswegen, das ist ja nicht so, dass ihnen die Schachtel aus der Hand fällt. Also es ist also relativ ein harmloses Ding, aber für die Industrie ist es natürlich gar nicht harmlos, weil natürlich plötzlich rauskäme, wie nährstoffreich diese Produkte sind. Aber nur stellen Sie sich mal vor, diese einfachen Maßnahmen, wo wirklich, also nach dem Demokratieprinzip müssten die morgen eingeführt werden, haben wir nicht durchsetzen können. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil die Nahrungsmittelindustrie zum Bündnispartner der Region geworden ist. Aus dem Grund, in der Plattform für Ernährung und Belebung, haben die natürlich über die Ampel geredet. Haben natürlich, die Industrie hatte nur einen Zweck, einen Sinn, eins im Sinn, die Ampel zu verhindern. Und die Folgerungen liegen natürlich auf der Hand, das sind ja ganz einfache Sachen, die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand. Ich glaube, dass wir mittlerweile, und da kann man andere Bereiche nehmen, man kann da Beispiele aus der Umweltpolitik nehmen, man kann Beispiele aus vielen Bereichen nehmen, dass wir sozusagen immer mehr gegen eine Wand laufen im Rahmen der rein repräsentativen Demokratie. Wir können natürlich auch Reformschläge vorschlagen, wir können Lobbyregister machen, wir können Nebenverdienste von Abgeordneten einschränken, wir können an vielen Baustellen die repräsentative Demokratie noch verbessern. Ich glaube allerdings, dass das nicht reicht. Ich glaube, dass wir, um den Durchbruch zu erzielen, da brauchen wir halt mal, das ist ein schönes, ein richtig gutes Ding, meine Volksverhältnisse, Ampel. Warum eigentlich nicht? Das wär's. Und ich sage Ihnen, dass die Bürger durchkommen. Und zwar mit 80% der Bevölkerung. So wollen wir es haben. Ich glaube auch, dass wir, deswegen ist für mich das, was Sie machen,
ist für mich jetzt nicht nur eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie, ist nicht nur was grundsätzlich Wichtiges. Ich glaube, das ist eine ganz spezifischen historischen Situation, die wir haben, absolut notwendig ist, um überhaupt gesellschaftliche Fortschritte zu machen. Ich habe es vorhin gesagt, es ist eine Art Notwehr auch, sonst gehen wir unter. Das ist meine Meinung und in diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, weiterzumachen. Ich glaube, historisch gesehen war es, man kann wahrscheinlich sagen, es war immer wichtig, aus meiner Sicht ist es gerade jetzt sehr richtig wichtig, weil ich glaube, wir kriegen diese Entflechtung, die wir eigentlich brauchen, diese subtile Verflechtung, habe ich gesagt, Brief hier der Ackermann-Geburtstagseinladung, diese ganzen Bündnisse und Zusammenarbeit, gibt es ja auch in der Finanzkrise, gab es das ja auch, gibt es immer noch diese gemeinsamen Organisationen. Ich glaube, um das wirklich im Gegengewicht zu etablieren, brauchen wir die direkte Demokratie. Und wenn ich mir noch als allerletztes vielleicht nochmal so eine strategische Bemerkung erlauben darf, ich glaube, wenn man so konkrete Beispiele hat, ja, wo man zeigen kann, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen eine Sache will, dass sie auch nicht mit großen Problemen kollidiert, wie etwa, dass Minderheiten irgendwie unzulässig in Mitleidenschaft gezogen haben, wenn man das gut darstellen kann, dann werden die Leute natürlich auch sehr schnell und sehr leicht verstehen, dass man das Demokratieprinzip auch mal direkt ausüben muss und nicht nur über die gewählten Repräsentanten. In diesem Sinne möchte ich Ihnen alles Gute wünschen für Ihre Tätigkeit und ich werde weiterhin sagen, wir sind die Mutter allein schon.